Ja, der Frühling ist langsam angekommen bei uns. Das freut mich sehr und das tut gut. Und auch die Natur erwacht. Und jetzt sind dann auch mehr Tiere unterwegs. Und man sieht vielleicht auch mehr Tiere. Aber die Scheuntiere, ja, die sieht man meistens nicht so gut. Und deswegen haben wir uns gedacht, wir haben jetzt hier zwei Wildkameras für Sie. Und eine ist so eine komplette Neuheit sogar, damit Sie die mal installieren können. Und dann erwischen Sie vielleicht auch die ganz scheuesten aller Wildtiere, die Sie vielleicht im Garten sogar haben oder eben im anliegenden Bereich. Und da gibt es sogar auch einen Artikel, da berichtet T-Online drüber, über diese Wildkameras. Die sind wirklich toll einzusetzen, einfach in der Bedienung und durch diesen Bewegungssensor eben auch ganz fein, was man da alles findet. Ja, T-Online berichtet, mit diesen Wildkameras beobachten sie Reh, Fuchs und andere tierische Gartenbesucher. Fuchs, Reh, Wildschwein oder Wolf mit einer Wildkamera beobachten sie scheue Wildtiere und können seltene Entdeckungen machen. Auch zur Überwachung des Grundstücks helfen die unauffälligen Kameras im Tarnlook. Wildkameras sind nicht mehr nur bei Jägern und besorgten Landwirten zu finden. Auch auf dem privaten Grundstück können sie eine Alternative zur Überwachungskamera sein. Im Wald sind die Kameras dennoch am häufigsten zu finden. Lässt sich das Treiben von scheuen Tieren doch viel besser als vom Hochsitz aus beachten. Ja, das ist wirklich eine feine Sache. Und ich bin gespannt, was du uns dazu alles erzählst. Dann hier haben wir so eine, dieser Tarnlook. Ich glaube, der ist schon deutlich zu sehen. Aber ich bin von der Technik, die wir heutzutage bei Wildkameras haben, total begeistert. Unglaublich einfach zu bedienen. Sie bringen die ganz einfach dort an, wo sie die möchten. Entweder fest irgendwie schrauben oder es ist auch so ein kleiner Spanngurt dabei. Ah, ja. Und da sehen wir hier diese Ösen. Das heißt, an einen Baum zum Beispiel in der richtigen Höhe. Und jetzt haben wir hier einen Bewegungssensor. Und jetzt können Sie einstellen, was Sie machen wollen. Wollen Sie Fotos, Fotoserien oder Videos drehen? Und auch, wie lang die Videos werden sollen, kann man hier alles einstellen. Und hier haben wir ein Full-HD-Objektiv eben mit Nacht. Sicht, beziehungsweise insgesamt hier jede Menge Infrarot-LEDs und eine Sichtweite von 15 Metern. Jetzt weiß jeder, der Wild beobachtet, man muss unglaublich geduldig sein. Wild kommt nicht auf Bestellung, sondern Wild kommt, wenn es Hunger hat oder natürlich, wenn es Zeit dafür ist. Jetzt gerade im Frühjahr unglaublich interessant, weil viele Wildtiere, gerade auch Wildschweine, jetzt dann ihre Jungen werfen. Und dann kannst du hiermit einmalige Bilder aufnehmen. Und Sie sehen, das Gehäuse ist absolut wasserdicht, ja, und batteriebetrieben. Das heißt, ohne jegliche Stromquelle. Und die Batterien halten bis zu 6 Monate. Nein, das heißt, du musst nicht jede Woche hin und Batterien tauschen, sondern man kann dann eben auch mal in einem längeren Zyklus hingehen und schauen, was ist denn jetzt aufgenommen worden. Und das ist für mich wirklich unglaublich. Auch die technischen Optionen, die wir haben. Denn wir kennen das vielleicht von Bewegungssensoren, die ein bisschen träge sind. Ja. Hier haben wir eine Reaktionszeit von 0,4 Sekunden. Das heißt, selbst das vorbeisprintende Reh wird noch hier gefilmt und dann wird es einmalige Naturaufnahmen geben. Natürlich Überwachung zu Hause, Garten, ja, wer ist unterwegs? Da sehen wir zum Beispiel, das dürfte ein Luchs sein oder eine Wildkatze. Ja. Das ist keine Hauskatze. Nee. Aber sowas, solche Bilder kannst du hier eben nur mit einer solchen Kamera machen. Wenn du in der Nähe bist, werden solche Tiere niemals kommen. Wichtig ist, diese Infrarotlampen sind nicht mal sichtbar für nachtsehende Tiere. Mhm. Das heißt, die werden auch nicht abgelenkt. Mhm. Die kommen auf jeden Fall. Und ich möchte Ihnen einmal kurz das Innere der Kamera zeigen, weil damit Sie mal auch ein Gefühl haben, wie einfach das ist. Wir sehen hier diesen Verschluss. Mhm. Der ist sogar abschließbar, dass kein Fremder Zugriff drauf hat, wenn man das möchte. Aber jetzt schauen wir uns einfach mal das Innere an. Und wir sehen hier, da, ich habe es extra mal aufgemacht, 4 Doppel-A-Batterien, so wird das betrieben. Wie gesagt, halbes Jahr, circa Laufzeit. Und hier unten haben wir die ganzen Einstellungen. Aber was wir noch haben, ist ein Vorschau-Monitor. Sie können sogar, wenn Sie den einschalten, Sie sehen das jetzt hier, ja, können Sie bereits getätigte Aufnahmen aufmachen. Hier seht ihr jetzt Karte einlegen, eine Micro-SD-Karte einlegen, bis 32 GB. Und was hier auch noch schön ist, natürlich jetzt haben wir hier Farbaufnahmen. Das heißt, das ist einfach eine Aufnahme bei Tageslicht. Ja, aber du kannst hier sicher sein, ohne Einstellungen, dass man eben, dass die Sensoren, die Dämmerungssensoren, genau im richtigen Moment auf Infrarot umschalten. Also selbst auch in der wackeligen Dämmerung wirst du hier gestochen scharfe Bilder erleben. Und die Handhabung, und das ist unglaublich viel Technik in so einem kleinen Kasten, aber die Handhabung ist wirklich für jeden, Bedienungsanleitung ist dabei, aber die ist für jeden zu machen. Und egal, ob man jetzt Fotos machen will von den kleinen süßen Waschbären, ob man sein Grundstück
Stück Tag und Nacht überwachen will und später dann schauen, was ist. Oder ob man in den Wald geht, an bekannte Futterstellen. Oder bei mir hinterm Haus ist so ein Naturwald und wenn ich da tagsüber unterwegs bin, sehe ich solche Suhlplätze von Wildschweinen. Ah, ja. Aber wow. Wildschweine siehst du nicht. Die haben ja vor uns mehr Angst als wir vor ihnen. Mhm. Und da jetzt mal ganz einfach an einen Baum diese Kamera festmachen und dann scharf schalten. Also auf die Jagd gehen nach Tieren, aber mit der einzigen Art, die ich schön finde, ja. nämlich mit einem Fotoapparat bzw. mit einer Videokamera. Das wird einmalige Bilder geben. Und ich glaube, da freut man sich drauf. Wenn man jetzt mal, vorhin in dem Artikel war ein Hochsitz genannt. Mhm. Natürlich sieht man da auch mal irgendwie ein Reh, wenn man Glück hat und ganz viele Stunden ja, da oben stimmt. fahrt. Aber hier musst du nicht fahren. Es kann auch kalt sein nach vielen Stunden. Es könnte Stunden, kalt sein und es kann auch, ich sage jetzt mal, irgendwann mal ein bisschen langweilig ja. werden, ja, wenn eben nichts sich tut. Hier, die nimmt nur auf, wenn sich was tut, durch diesen Bewegungssensor und dann in Full HD bei Tag und bei Nacht. Das heißt, hier entgeht dir kein Tier. Oder wir gehen noch mal kurz auf die Überwachungsseite. Natürlich entgeht auch kein ungebetener Besucher, egal ob menschlich oder tierisch, bei dir auf dem eigenen Grundstück. Ja, aber Wahnsinn. Und die ganze Technik, die da drin steckt, ne? Infrarot bis 15 Meter, Full HD ist IP65, also richtig wassergeschützt. UVP liegt bei 130 Euro, meine lieben Damen und Herren. Jetzt aufgepasst, die TV-Sonderpreis, der kann sich auch sehen lassen. Nur 56,99 €, also unter 57 Euro für sowas Innovatives. Und dann haben Sie wirklich diese gestochen scharfen Bilder und Bilder, die Sie sonst nicht machen könnten, weil manchmal passieren eben magische Momente, ja, wenn keiner guckt. Und somit guckt immer einer. Das ist das Schöne daran. NX6179 und die 569 ist Ihre Bestellnummer zu dieser Full-HD-Wildkamera. Und jetzt kommt tatsächlich unsere Neuheit für Sie. Du hast noch eine Full-HD-Wildkamera mitgebracht. Aber was kann die denn noch zusätzlich? Also hier ist erstmal die Nachtsicht noch weiter. Mhm. Wir sehen hier auch wieder diese Infrarot-LEDs. Ich glaube, hier sind sie auch deutlich sichtbar. Aber jetzt mit 25 Meter Reichweite. Ja, das heißt also auch wirklich große wow. Strecken können bei Nacht gefilmt oder fotografiert werden. Hier wieder Full-HD-Objektiv, ja, also beste Bildqualität. Aber das hier unten ist noch was Besonderes. Wir sehen hier drei Bewegungssensoren. Oh, wow. Und dadurch hast du im Prinzip einen viel größeren Erfassungsradius. Mhm. Das heißt, die müssen nicht vorne direkt an der Kamera sein, sondern wirklich, die können von links und von rechts kommen. Und durch das Weitwinkelobjektiv kann man hier dann auch allerbeste Aufnahmen machen. Auch Wahnsinn. Fotos, zum Beispiel Fotoserien, das ist auch ganz wichtig, so 10 Bilder in kürzester Zeit, könnte man machen. Ja, und hier hast du bis zu 24 Megapixel an Fotoqualität. Wow, ja, dann kannst du Zeitraffer einsetzen. Du kannst auch natürlich hier Filme sofort. Ach, du kannst filmen? Natürlich, jederzeit. Oh. Bei beiden Kameras. Und man kann auch die Filmlänge eingeben. Das heißt, hier kann ich auch Stills und Bewegtbild, beides. Also okay. Fotoserien, bei beiden Fotoserien, also mehrere Fotos hintereinander, Einzelfotos oder Filme. Und man kann hier auch einstellen, wie lang denn nach der Auslösung gefilmt werden soll. Das kann von 20 Sekunden, sag jetzt, wenn keine Bewegung mehr kommt, geh wieder raus, bis zu 60 Minuten sein. Wow. Ja? Und durch die Größe natürlich der Karte, 32 Gigabyte, haben wir hier auch viele, viele Stunden Filmmaterial und auch die ist akkubetrieben bzw. batteriebetrieben, kann aber auch über eine Powerbank mit Direktstrom versorgt werden. Dann hast du überhaupt keine Laufzeitprobleme mehr. Ich meine, okay, mit Batterie auch halbes Jahr Laufzeit bei normaler Auslösung, das ist schon herausragend. Und ich glaube, jeder, der diese Kamera hat, wird unglaubliche Bilder schießen, das glaub ich auch. Die er nie mehr hergeben will. Weil das ist jetzt mal Natur pur. Weil hier wird eine Welt gefilmt, die uns sonst immer im Verborgenen bleibt. Ja, also das kann wirklich ein neues Hobby werden. Und bitte, bitte schicken Sie uns dann Bilder. Hier bei diesem Modell ist es halt noch größer, der Radius, und 25 Meter, also noch eine größere Strecke an Möglichkeiten sozusagen. Und der Radius noch viel größer. 75,99 € ist Ihr TV-Sonderpreis zu dieser Wildkamera. Und die Bestellung ist die ZX7027 und die 569. Bitte, bitte kaufen Sie sich eine und bitte, bitte schicken Sie uns auch ein paar Bilder. Das ist fantastisch aussehen dann. Schön.